Hey, hey! Game Kitty hier. Willkommen zurück! Ja, der Held hat brav gewartet, so wie er sollte. Oh, sag bloß. Oh, Diebstahl! Diebstahl! Yes! Oh, und ein Pfeil steckt da sogar noch drin. Naja, es ist dann für die besondere Würze. Damit kannst du nichts anfangen, ja? Okay. Gut. Wir sind an einem wichtigen Ort noch nicht gewesen. Moment, wir haben ja jetzt... Ach ja, genau, nee, das haben wir gemacht. Wir haben die Dinger gerüstet. Genau, und jetzt müssen wir hier noch unten, weil wir sind ja nicht umsonst im Arena-Viertel. Es gibt natürlich auch ein Teil mit Kämpfern, logischerweise. So, guten Tag, mein Lieber. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Okay. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Jo. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Okay. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Da bin ich sehr gespannt. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, da weiß ich noch nicht. Ich möchte eigentlich direkt zwei Hände lernen. Deshalb werde ich da nicht... Vor allem 250 Ärzte, meine Güte. Hier, guck mal. Da ist Karim, Kirgo und Gorhanes. Reden wir erstmal mit Kirgo. Guten Tag. Ist Zeit. Ich muss natürlich erstmal aufessen. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Wow. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Es ist unsichtbar. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast zwei Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hier reingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für zwei Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Ja. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Ja, ich bin noch nicht bereit. Definitiv nicht. Also dafür brauchen wir halt schon... Also dezent mehr Kraft als 18. Das ist einfach ein bisschen sehr wenig. Wir werden uns auf jeden Fall... Also wir machen das schon noch. Wir machen alles. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Hallo! Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Aha. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen,
Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Aha, aha. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Der letzte Scheiß. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Okay, okay. Oh, den können wir auch erinnern. Cool, das ging vorher nicht. Naja, und Karim natürlich, aber... Also ich möchte natürlich eigentlich gegen Karim kämpfen. Weil... aber wir machen erstmal quatschen ein bisschen mit ihm. Es gibt nämlich nur eine Sache, die ihn wirklich aggressiv macht. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Ja. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ich hab was anderes gehört. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Ja. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Nein. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden. Yikes. Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Okay, vergessen wir die Sache. Okay, vergessen wir die Sache. Ja, aber wir kommen wieder. Wir kommen wieder, auf jeden Fall. Müsst ihr mal kurz gucken. Excuse me, würdest du bitte kurz gucken? Genau, wir haben Torus Auftrag. Ich glaube fast... Karte für Redwood. Ich hätte die Karte echt nicht verkaufen sollen. Aber gut, weißt du, wir machen das andersrum. Da steht ja nicht unbedingt, was genau für eine Karte das sein soll. Also wäre wahrscheinlich unsere schon vollkommen in Ordnung gewesen. Das Ding ist halt... Wir haben halt nicht allzu viel Gold mehr. Ja, so gar nicht. Aber... Ich würde das einfach gerne versuchen, um halt, oh nein, um Gottes Willen, hör auf damit. Was war denn das für ein... Nein, wieso? Bist du irre? Oh ja. Genau, irgendwie ist mir das zu machen. Ansonsten könnten wir die Sache mit Mordrak erstmal erledigen, aber eigentlich gehe ich immer zuerst lieber direkt ins Sektenlager, weil... man da nicht... Also, ich krieg dann halt eine gute Waffe. Müssen wir mal gucken. Aber gut, wir machen es jetzt erstmal so rum. Wie steht's eigentlich mit unseren Erfahrungspunkten? Boah, das dauert noch. Das dauert noch. Also, wir müssen auf jeden Fall mehr lernen dann, damit wir... alles irgendwie ausnehmen können. Nimm dir alles. Da ist nichts drin, was? Aber hier, ja? Ja. Warum hängen da immer Pfeile mit drin? Warum zieht ihr die nicht raus, bevor ihr die rüstet? Ich meine, ist ja nicht so, als ob die jetzt irgendwie sehr unauffällig wären oder so. So, Graham.
Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist... Übersicht altes Lager, Karte der Kolonie, 50 Ärzte, meine Güte. Au! Okay, die Silber müssen wir behalten, Salz müssen wir behalten. Hier, das kannst du haben, auch wenn es eigentlich unsere einzige Fackel war. Bier braucht man immer, Wein zur Not auch, man weiß ja nie. Feuerball will ich dir nicht geben, aber hier, guck mal. Wahnsinn, oder? Okay. Und ich habe immer noch, ich habe zwei von diesen Äxten. Wieso kann ich dir das nicht... Ach, verdammt. Müsste ich gleich mal andersrum machen. Dann müsste ich dir halt irgendwie mein Zeug hier verkaufen. Was auch wieder total blöd ist, weil ich das eigentlich brauche. Ja, guck mal. Ja, annehmen. So, Sekunde mal. Hoppala. So, dann haben wir nämlich zwei Stück. Ach, das machen wir später. Nee, ich wollte jetzt nicht mehr mit dir reden. Aber das ist ein bisschen blöd, weil wir können halt... von einigen Waffen echt verdammt viele haben. Also zum Beispiel so ein grober Ast. Ich wundere mich aber gar nicht. Wenn wir dann irgendwie davon 15, 16 Stück haben, ist das irgendwie ein bisschen blöd. So, die da würde ich auch gerne verprügeln. Aber die kommen mir, glaube ich, zuerst entgegen. Da noch ein paar Blutfliegen, die wir versuchen können. Das würden wir ja schaffen. Wenn wir die einzeln, genau... Oh, könnte man das Gestrüpp hier aus dem Weg gehen? Geh weg! Geh weg! Yo! Sehr schön. Ganz schön wehgetan, aber... Ja. Hängst du da jetzt fest? Ja. Nein, komm runter! So treffe ich dich nicht. Ich meine, du mich Gott sei Dank auch nicht, aber... Ja. So, und jetzt haben wir schon wieder das Problem, dass ich mein ganzes Essen verkauft habe und dadurch, ja, nichts mehr habe zum Futtern. Reis. Ja, na, nee, warte. Lebe damit. Lebe damit. Achso, mal gucken, ob da jetzt... Sekunde. Müssten hier ja noch was finden? Wenn ich die Steuerung dafür auf die Reihe kriege. Speichern wir mal lieber vorher, bevor ich mich aus Versehen ertränke. So, also runter mit dir. Nein, runter. Genau. So, sagt mir, dass ihr mir jetzt geschickt. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Razorklinge, Silber. Da ist noch was. Verwilderte Axt oder verwittert. Gott, du hättest mich echt nicht so anschreien müssen. Mein Herrgott. Aber ja, wir haben einen verborgenen Ort entdeckt. Und wir können mal gucken, ob die... Razorklinge. Schaden 12, Schaden 13. Aber Reichweite ist natürlich furchtbar. Ganz furchtbar. Und wo ist meine... Achso, das war die wieder. Okay. Jetzt haben wir schon drei davon. Naja. Ich meine, das Bonus auf Volltrefferchance ist natürlich super. Schaden ist halt auch okay, aber die Reichweite ist furchtbar. Und das macht halt schon einen Unterschied. Na, aber ich würde es trotzdem mal ausprobieren. Achso, wir hätten da auch einfach reinschwimmen können.
Ich würde es gerne an euch ausprobieren. Komm. Der hat genug. Okay. Ein bisschen wehgetan, durchaus. Aber geht noch. Dankeschön. Das war gar nicht so schwer. Vielleicht sind wir doch ein bisschen stärker, als ich denke. Okay. Das wird dir noch leid tun. Ach, nicht wirklich. Das wird dir noch leid tun. Ich habe dich gewarnt, die Drecksfinger von meinen Sachen zu lassen. Warum fummelst du? Oh, 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 oh. Nein! Noch einmal, hör mal, und du kannst was erleben. Seid ihr irgendwie dumm? Das Herz kannst du doch entbehren. Ja, schon. Ich verprügel euch gleich. Wartet nur. Wie seid ihr denn drauf? Ach, komm schon. Hab dich nicht so. Steh auf. Das bisschen Blut. Junge, steh auf. So, wer von euch hat mir jetzt mein Zeug geklaut, ha? Du hast gewonnen. Er hat genug. Du Drecksack, Alter. Echt. So. Dann bluten wir jetzt kurz mal. Ja, okay, wir legen uns kurz schlafen. Und holen uns wieder unser Fleischmanns-Ragu ab. Aber okay, die haben wir gut platt gemacht. Die haben wir gut platt gemacht. Das war gut. Gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut diese Volltrefferchance ist. Keiner sagt was, ich renne hier einfach voll blutend rein. So, bevor... Wenn du meinst, so, bei dir kann ich ja wieder nicht pennen. Ach man, Diego, du brichst mir das Herz. Ach, warum? So, da sind wir wieder. Liegen wieder im, das wird dir noch Dreck. Tun. Ja, ja, was auch immer. Aber es lief diesmal besser als letztes Mal. Also kann ich hier direkt kurz mal rübergehen. Mal schauen, ob Redford jetzt wirklich die Karte nimmt. Ich habe sie gekauft, aber... Eigentlich, offiziell haben wir sie ja eigentlich uns erdroht. Wenn man das so sagen kann. Redford. Nein, toll. Was für ein Bullshit. Hä? Ja, aber was soll ich denn sonst machen? Hm. Im alten Lager gibt es einen Kartenzeichner namens Graham. Redford schlug vor, dass ich versuchen solle, ihm eine seiner Karten zu klauen. Ja gut, ich habe sie jetzt halt gekauft, also müsste ich sie wahrscheinlich einfach wirklich klauen. Ja. Dann müsste ich den verprügeln. Was aber auch wieder schwer wird, weil die Gardisten ja alle um ihn herum hocken, aber könnte man auf jeden Fall hinkriegen, wenn ich schleichen gelernt habe und dann einfach bei Nacht zu ihm reinspazieren und nehmen, was mir gehört, quasi. Ja. Gut, dann können wir die eigentlich auch beim nächsten Mal wieder verkaufen. Das ist natürlich super Verlust, aber genau. Ich mag diese Razor-Klinge. Ich wollte schon sagen, Wolfsmesser. Das ist ja eine Razor-Klinge. Nein, geh weg. Also ich bin jetzt eigentlich schon so gut wie bereit, mit Bloodwind zu sprechen. Aber vorher will ich hier einmal lang spazieren. Ist auch schön, dass keinen interessiert, dass ich schon jemanden ermordet habe. Snuff, ich glaube, du schuldest mir noch was. Und? Danke. Wenn es gerade so für den Anfang ist, ist das echt eine gute Sache. Nichts drin. Wenn ihr da reinguckt. Okay, dann legen wir uns kurz schlafen. Holen uns dann nochmal was ab.
Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in Richtung Sektenlager. Ja, du mich auch. So, jetzt geht's mir wieder gut. Natürlich wischt hier keiner mein Blut auf. Mich fragt ja keiner. Aus dem Weg. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Naja, aber so können wir uns wenigstens nicht verlaufen. Dup, 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 dup. Snuff. Du hast. Also theoretisch könnte ich jetzt halt einfach schlafen, aufstehen und mir das Essen holen, solange bis wir halt irgendwie nicht 100 Stück davon haben. Und theoretisch, wenn man die dann eben verkauft, kriegt man ja auch ziemlich viel Geld. Also das macht durchaus alles so zum Exploiten schon Sinn, aber ist nicht lustig zuzugucken dabei. Hey du! Hallo! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Ja. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Ernst. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns, und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Nö. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Whatever. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Genau, jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Weiß nicht, ob der jetzt schon direkt das triggert. Hey, du! Ja. Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Jein. Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Jo. Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut. Dann wollen wir mal. Das wundert mich. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Das liegt doch auf der Hand. Manche lernen nicht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich bin doch da. Ja, ist doch gut. Lauf! Ach. Was willst du? Ja, du sollst laufen. Was willst du? Jo, Junge, was ist denn mit dir los? Und mal speichern wir mal kurz, laden wir nochmal. So. Just to be safe. Keine Panik. Der hat genug. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Das wird dir noch leid tun. Komm schon! Meine Fresse. Warte. Ich will dir nichts geben. Ich will alles nehmen, was du hast. Alter, das hat ganz schön wehgetan.
mein Fleischmonsterragout, bitte. Dauert zwar 12 Jahre, aber... Genau, also das passiert halt nur dann. Das wird dir noch leid tun. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Frieden. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Schön. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Ja, das tust du. Das war's. Mehr will ich erstmal nicht von dir. Genau, dann will ich erstmal weiter heilen. Schön. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich hab schon mit Dexter. Sagt das Gleiche. Okay, bin aber gespannt, ob es da irgendwie später noch was gibt. Und du bleibst jetzt hier? Nee, du gehst zurück. Okay, du blutest. Du blutest! Okay, das ist aber tatsächlich noch nicht alles, worauf wir uns jetzt gefasst machen müssen. Da gibt's noch mehr. Da gibt es noch mehr.